Es war das Jahr 2004, als Renault ankündigte, mit seiner Günstigmarke Dacia auf den deutschen Markt zu kommen, mit einem sehr preisbewussten Modell. 2005 war es dann auch soweit. Der Dacia Logan kam auf den deutschen Markt. Für 7000 Euro stand er beim Händler und war damit das günstigste Fahrzeug, das man als Neuwagen bekommen konnte. Dacia hat sich das bis heute bewahrt, diese Besonderheit, und hat die Modellpalette immer weiter ausgebaut. Und es kam dann, wie es kommen musste, im Mai 2020, also diesen Jahres, war es dann soweit. Es wurden die 700.000 Fahrzeugmarke in Deutschland geknackt, die abgesetzt wurde. Und nun steht hier die dritte Generation des Einstiegsmodells in die Dacia-Baureihe, der Dacia Sandero. Und wir haben ihn hier als ganz besondere Variante, die im Offroad-Look gehaltene Stepway-Version, die auch zu den meistverkauften Modellreihen im Sandero-Programm gehört. Und damit herzlich willkommen hier bei UBI Tested. Ich freue mich, euch den günstigen Dacia Sandero präsentieren zu dürfen. Wir wollen herausfinden, wie hat sich der Dacia Sandero verändert? Ist er vielleicht sogar jetzt ein moderner Kleinwagen geworden? Lasst uns das gemeinsam herausfinden. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken. Und dann steigen wir jetzt ins Video zum Dacia Sandero Stepway ein. Taklamakan Orange Metallic steht der Stepway hier vor der Kamera. Und wie wir natürlich schön erkennen können am Stepway, das ist so, dass wir diese Plastikapplikationen mit dem silbernen Unterfahrschutz, diesen Offroad-Look, den pflegt Dacia sehr stark beim Stepway und hebt ihn auch deutlicher vom normalen Sandero ab. Ganz toll finde ich persönlich, und das lobe ich mir sehr, ab Werk serienmäßig und bereits beim Einstieg Voll-LED-Scheinwerfer fürs Abblendlicht. Ganz ehrlich, manche Kleinwagen bieten hier immer noch Halogen. Dacia ist da mittlerweile schon etwas fortschrittlicher geworden. Da sehen wir vielleicht schon den ersten Punkt, was jetzt hier an Wandel gerade stattfindet bei Dacia, hin zum deutlich moderneren Fahrzeug. Auf der Seitenlinie, der Wagen ist nur dezent in seiner Länge gewachsen. 4,10 Meter als Stepway bzw. 4,09 Meter als normale Stepway, als normale Sandero-Version. Heute habe ich es aber, tut mir leid. Wir sehen hier für den Stepway die Plastikbeplankungen um die Radhäuser. Hier steht der Wagen auf 16 Zoll Leichtmetallräder. Wir haben auch die Top-Ausstattungslinie Komfort verbaut. Dann auch hier wieder ein Plastikschweller unten und so eine kleine Beklebung. Das schaut dann alles ganz hübsch aus. Sehr schön auch die Dachreling, die sogar modular ausgeformt ist. Das heißt, wir können den oberen Teil der Dachreling rüberschwingen, ummontieren, und dann haben wir einen Dachgepäckträger ab Werk schon vorhanden. Finde ich eine sehr coole und fast schon simply clever Lösung, wenn man mal so schaut. Am Heck dann gibt es normale Rückleuchten, die immer noch mit normalen Leuchtmitteln befeuert werden. Steht dem Ganzen aber dennoch ganz gut. Auch schön zu sehen, das normale Türöffnungs- oder das respektive Heckklappenschloss ist entfallen und wurde gegen einen Taster getauscht, der hier unten drinnen ist. Und natürlich immer noch typisch Stepway-Version, immer noch ein Unterfahrschutz, der hier angedeutet ist. Aber jetzt schauen wir einfach mal in den Kofferraum des Sandero hinein. Das Kofferraumvolumen liegt aktuell bei
328 Liter. Das ist für einen Kleinwagen ganz ordentlich. Da passt auch jede Menge rein. Wir haben jetzt Filmequipment für zwei Personen reingebracht, also zwei Reisetaschen, noch ein bisschen Kleinkramzeugs und plus Jacken. Ich würde mal sagen, das reicht auch für den Alltag völlig aus. Was haben wir hier so an Besonderheiten drin? Zwei Taschenhaken sind die Rückbank ist im Verhältnis 1/3 zu 2/3 umlegbar. Wir haben dann auch hier den Wagenheber verbaut, fest und unter dem kleinen doppelten Laderaumboden, der übrigens Aufpreis kostet, befindet sich das aufpreispflichtige Reserverad. Eine lackierte Ladekante gibt es hier noch. Brauchen wir auch nicht mit Plastik verkleiden, wozu? Schadet jetzt auch nicht. Wenn schon der Stoßfänger keinen Schutz hat, dann braucht die Ladekante eigentlich auch nicht. Und damit machen wir die Heckklappe zu. Und ich schaue mir die Platzverhältnisse im Fond an. Hallo und herzlich willkommen hier im Fond des neuen Dacia Sandero. Und ich muss sagen, ich sitze hier gar nicht mal so unkomfortabel, wie man das vielleicht vermuten würde. Viele da draußen, und ich weiß es aus Erfahrung, denn wir haben in der Familie einen Dacia, wenn jemand mit dem Dacia von uns aus der Familie unterwegs ist, dann wird man etwas komisch immer noch angeschaut. Was ist das für eine Klapperkiste? Ja, wer sich mit so einem Auto mal beschäftigt hat, der weiß relativ schnell, das ist keine Klapperkiste mehr. Und das sehen wir jetzt hier auch deutlich. Ich habe genügend Platz für meine Knie. Ich bin 1,78 und sehr körperfüllig, also knapp über den 75 Kilo. Wenn man dann nach vorne schaut, habe ich genügend Platz mit den Knien zur der Vordersitzlehne. Nach oben Platz ist mehr als ausreichend, dank der geraden Dachlinie. Wir haben eine niedrige Schulterlinie hier von der Fensterfläche. Wir haben auch große Fenster, da können dann die Kinder auch ganz gut rausschauen. Kinder ist auch so ein Thema. Isofix haben wir an den Außenpositionen. Die sind jetzt hier einfach hinter dem Stoff. Den muss man dann einfach nur einmal quasi entjungfern, um dann da die Haken freizulegen. Wer dann die Kinder allerdings bespaßen will und ihre Tablets befeuern will, für den steht hier lediglich eine 12-Volt-Steckdose zur Verfügung. Aber immerhin, es gibt einen Stromanschluss. Gibt ja auch Fahrzeuge, wo dies nicht der Fall sein, wo dies nicht der Fall ist. Meine Kopfstütze kriege ich ausreichend weit nach draußen. Sie ist aber sehr hart gepolstert. Da wäre vielleicht eine bisschen bequemere Kopfstütze für die ein oder andere Schlafphase angenehm, aber wir sollen nicht zum Schlafen hier, sondern zum Arbeiten. Und jetzt schauen wir nach vorne links. Hier vorne links sitze ich jetzt in einem für mich optisch echt modernen Kleinwagen, wenn man mal so reinschaut. Wir haben hier ein großes Display. Es gibt natürlich drei Versionen. Es gibt die Pocket-Version, die mit dem Smartphone bedient wird. Das ist das Media Control System. Da wird dann das Smartphone zum Multimedia-System. Das kennen wir schon aus dem VW Up etwa. So, dann kommt das Media Display. Das sieht dann auch genau so aus wie hier mit dem großen Bildschirm. Und dann gibt es das Media Nav. Das ist dann lediglich um die Navi-Funktion erweitert. Und Apple CarPlay gibt es bereits schon beim zweiten Infotainment-System. Hier bei Media Nav ist es dann auch CarPlay Wireless verfügbar. Und das haben wir dann hier wunderbar. Und wie wir sehen, was ich auch echt klasse finde, ist dieser Handyhalter. Also der Handyhalter ist ja wirklich für alle perfekt, die einfach das Smartphone dabei haben. Man kann da drauf schauen. Und wenn man dieses Navigationssystem gar nicht haben will, dann hat man hier seine Navigation auch perfekt untergebracht. Und was auch besonders cool ist, wir haben auch gleich den USB-Anschluss hier unten drinnen, um das Smartphone auch perfekt zu laden. Zum späteren Zeitpunkt soll auch eine Induktivladung hier möglich sein, was ich auch zu begrüßen finde. Und jetzt, wir merken immer mehr, wir haben immer mehr Modernität hier in dem Wagen drin, was man gar nicht erwarten würde für den Preis. Das Lenkrad, das kennen wir schon so seit Jahren wirklich von Dacia. Die Bedienung ist völlig simpel und selbsterklärend. Tempomat und Limiter auf der linken Seite. Bordcomputer-Menü auf der rechten Seite. Wir blicken auf analoge Rundinstrumente mit einem monochromen Bordcomputer-Menü. Das kennen Dacia-Fahrer auch schon seit Jahren so, diese Bedienung. Auch natürlich den Satelliten für die Lautstärkenregulierung bzw. fürs Audiosystem, der ist wohl bekannt. Blicken wir einmal in die Mittelkonsole hinein. Da sehen wir dann
typisch für den Stepway sind ja diese so kupferfarbenen Applikationen, die dann hervorgehoben werden, die wir hier um die Lüftungsdüsen haben. Wir haben hier so einen Stoffbezug, der sich über die Seite zieht. Das wirkt auch ganz wirkt optisch schon sehr hübsch und auch von der Wertigkeit macht das einen ganz guten Eindruck. Darunter haben wir dann die Zentralverriegelungsknopf, den Warnblink-Taster, der sehr zentral und gut auffindbar hier in der Mittelkonsole untergebracht ist, Start-Stopp deaktivieren und die Eco-Funktion des Antriebs, den wir dann ein bisschen einbremsen können. Dann, und da starten wir jetzt einfach mal mit dem Startknopf hier, darunter eine optionale Klimaautomatik. Die kennen Dacia-Fahrer auch schon bereits so, wie sie ist. In ihrer Funktionalität sehr einfach und simpel gehalten, finde ich immer noch am besten, wenn man denn ein Fahrzeug klimatisiert mit solchen Reglern. Darunter ein 12-Volt-Anschluss und ein USB-A-Anschluss und die jetzt verfügbare Karte, die wir aus dem Duster bereits kennen, der schlüssellose Zugang, den können wir hier unten reinschmeißen. Da würde ich dann noch mal so ein bisschen Material reinlegen, so ein Anti-Rutsch-Mattchen. Dann hat man da unten jede Menge Platz. Und jetzt kommen wir hier in die Mittelkonsole. Da sehen wir einen neuen Hebel. Und zwar gibt es kein automatisiertes Schaltgetriebe mehr, sondern nun ein stufenloses Automatikgetriebe. Zu dem kommen wir aber gleich. Es gibt jetzt auch eine elektronische Parkbremse, eine schöne Mittelarmlehne, die wir auch öffnen können mit einem kleinen Ablagefach und zwei Cupholdern. Und dann sind wir hier eigentlich auch schon durch und wir starten zur Probefahrt. Mein Erstkontakt mit dem Dacia Sandero vor einigen Jahren war ein bisschen zwiegespalten. Also es wirkte alles sehr rudimentär beim Fahren. Das Fahrwerk war zwar sehr komfortabel, natürlich auch für osteuropäische, meist schlecht ausgebaute Straßen gemacht. Das hatte dann nichts mit Straffheit oder Ähnlichem zu tun, was wir hier so gewohnt sind bei uns. Das hat sich jetzt aber alles komplett verändert. Die Lenkung ist sehr leichtgängig, ist natürlich auch nicht wirklich gefühlvoll, bietet aber sowas wie einen Hauch von Rückmeldung, was man früher auch überhaupt nicht kannte. Und jetzt ist dieses Auto deutlich verbindlicher und ich finde auch deutlich europäischer geworden. Die Federung ist etwas straffer geworden. Das merkt man bei Querfugen, die jetzt nicht mehr so super komfortabel überrollt werden, sondern so, ja, schon so ein Tick mehr Stoß in die Karosserie und auch hier in den Innenraum weiterleiten. Dennoch bleibt sich der Dacia Sandero sehr treu mit seinem durchaus komfortorientierten Fahrwerk. Unter der Haube werkelt ein 1 Liter Dreizylinder Turbo-Benziner. Er entwickelt hier 91 PS und 160 Newtonmeter Drehmoment. Ihr bekommt in der Basis einen 1 Liter Dreizylinder Saugmotor mit 65 PS, dann eben den Turbomotor, wie erwähnt, hier mit 91 PS. Oder aber wer sich für die Autogas-Variante entscheidet, die ja auch sehr beliebt ist bei Dacia und nur einen geringen Aufpreis kostet, da bekommt ihr dann denselben Motor, 1 Liter Hubraum mit 101 PS, also ein bisschen mehr Leistung. Kraftstoffverbrauch kann ich natürlich jetzt auf den kurzen Fahrten hier rund um Brühl nicht wirklich sagen, aber ich denke mal, wir liegen hier wahrscheinlich wie beim Nissan Micra, den ich auch schon gefahren bin. Und da könnt ihr euch die Videos mal anschauen. Der hat dieselbe Antriebskombination, nur einen etwas kräftiger ausgelegten Benzinmotor. Das CVT-Getriebe übrigens ist auch angenehm abgestimmt. Man kann die Drehzahl wunderbar mit dem Gaspedal steuern und so sich belieben entweder das Drehzahlniveau erhöhen oder aber auch wunderbar senken. Also das gefällt mir insgesamt auch sehr gut. Genauso wie die Geräuschdämmung hier im Innenraum. Der Wagen hat angenehm niedrige Windgeräusche
und auch der Antrieb hält sich angenehm zurück. Erst wenn man ihn eben komplett ausdreht, dann hört man ihn durchaus knurrig unter der Motorhaube werkeln. Der Dacia Sandero ist weiterhin Deutschlands günstigster Neuwagen mit 8.490 Euro. Da geht's dann los. Bekommen tut ihr dafür den 65 PS leistenden 1 Liter Dreizylinder Sauger. Der 90 PS TCE kostet dann schon ein wenig über 11.000 Euro. Und die Stepway-Variante kostet 1.000 Euro Aufpreis, 1.200 Euro Aufpreis das CVT-Getriebe und 100 Euro Aufpreis die LPG-Variante für die Sparfüchse unter euch. Unser Testwagen, der Stepway CVT TCE 90, hat einen Gesamtpreis, so wie er dasteht, für 16.240 Euro. Ich finde, das ist ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir bekommen einen extrem aufgewerteten Kleinwagen, der jetzt wirklich topmodern dasteht. Assistenzsystemen auch jetzt angekommen ist, so wie einem Tote-Winkel-Warner, einem Notbremsassistenten, der sogar bis 170 Stundenkilometer funktioniert. Wir haben Voll-LED-Scheinwerfer sogar mittlerweile an Bord, hier ab Werk. Und da muss ich jetzt durchaus manch moderner Kleinwagen hier den, ja, sag ich mal, den Vergleich gefallen lassen zum Dacia, warum er so teuer vielleicht auch wiederum geworden ist. Übrigens im Haus der Vergleich, der Clio mit gleichem Antrieb, kostet etwa 5.000 Euro mehr. Mir gefällt der Dacia unheimlich gut und es ist ein wirklicher Quantensprung gegenüber dem Vorgänger. Er fährt sich deutlich angenehmer, hat eine Lenkung, die nun endlich ein bisschen mehr Rückmeldung bietet und einfach mit den ganzen Ausstattungsfeatures ist dieses Auto jetzt also absolut weg vom Billigheimer, sondern topmodern. Mir gefällt er, jetzt ist aber die Frage, wie der euch gefällt. Das dürft ihr mir unten in die Kommentarbox reinschreiben. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und das Ganze zu liken. Ich danke Bernd Konrad von Autonotizen für das Filmen und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Tag oder was auch immer ihr gerade treibt. Tschüss und Servus, euer Ubi.